So, herzlich willkommen, einen schönen Nachmittag an alle. Es geht ja langsam aufs Ende zu und ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen mehr Fluff-Topic, ein bisschen softer wahrscheinlich als die hochtechnisierten Themen, die wir bislang hatten. Vielleicht ein, zwei Worte zu uns, weil wir sind neu auf der Veranstaltung. Ich glaube, dass die Veranstaltung relativ oft von Leuten besucht wird, die regelmäßig hier sind, die über viele Jahre hier sind. Wir sind die AR/VR Labs Unit von der MSM Digital Agenturgruppe. Das heißt, unser Schwerpunkt ist Augmented Reality, Virtual Reality. Und da haben Sie mit Sicherheit schon relativ viel gehört, die letzten Jahre. Ja, wie erweitert man Print mit Augmented Reality? Wir gehen ein bisschen anderen Weg heute, auch wenn wir die Augmented Reality Unit unserer Agenturgruppe sind. Uns gibt es seit 2012 im Prinzip, ja, also die Agentur gibt es noch mal 3 Jahre länger, aber seit 2012 machen wir Augmented Reality Projekte, haben über 150 AR Labs Apps gelauncht, haben über 1000 AR Projekte erfolgreich executed. Zu unseren Kunden gehören von Samsung, Siemens, Microsoft, Continental, Huawei, Electrolux, Swiss Air, so die ganze Palette an Großunternehmen kann man so nennen. Ich glaube, von den ersten größten 10 Weltkunden sind zwei nicht auf unserer Kundenliste. Einer davon ist Apple natürlich. Ja. Aber wenn man mit Microsoft und Amazon und Google arbeitet, dann hat Apple eh nicht so viel Lust, mit uns zu arbeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist ganz klar, unser Business Unit-Zuschnitt ist Augmented Reality in unserer Business Unit. Ja. Und das will ich vorausschicken. Was wir hier machen ist, wir zeigen Ihnen jetzt, wie man Print und Digital verknüpft, aber ohne Augmented Reality. Auch wenn unser Produkt Kappler heißt. Kappler, das ist noch so ein bisschen Legacy-Name aus der Historie, weil es hatte mal Augmented Reality, aber wir haben es rausgenommen. Wir haben es rausgenommen, obwohl wir eine Augmented Reality Unit sind. Mit über 1000 Augmented Reality-Projekten. Das sollte Ihnen so ein bisschen zu denken geben. Ich glaube, wir haben es rausgenommen, weil wir einiges während der letzten 10 Jahre gelernt haben. Und zwar darüber, wie man Print und digital erfolgreich erweitert, ohne rein auf technologische Lösungen zu setzen, die niemand braucht. Ja? Die Entstehung von digitaler Printerweiterung, von multimedialer Anreicherung von Print, die kennen Sie wahrscheinlich sogar noch besser als wir. Wie hat das angefangen, dass man sich mit Kappler auseinandergesetzt hat? Klar, früher gab es Print, es gab keine digitale Erweiterung. Irgendwann, das ist schon länger her, da war ich auch noch nicht in der Branche, gab es dann CDs. Die gab es als Beileger. Auf den CDs waren dann Audioinhalte, waren Videospiele, waren Demos von Computerspielzeitschriften, waren irgendwelche Videos. Ja? Das hat relativ viel gekostet. Dann gab es die ersten Erweiterungen mit digitalen Mediatheken. Man ist auf die Mediatheken gegangen, teilweise mit einem QR-Code, auf einen Link, extra eine Landingpage gebaut und hatte jede Ausgabe eine eigene Landingpage, eine eigene Struktur, eine eigene Mediathek, thematisch untergliedert und dergleichen. Bei Punkt 2, das war unser erster Use Case. Hier konnten wir das erste Mal knallhart Geld einsparen. Unser größter Kunde, der auch relativ wichtig ist natürlich bei unserer ganzen Produktentwicklung, ist der Klett Verlag. Der Klett Verlag hat unser Produkt so eingeführt. Ernst Klett Sprachen hat in vielen der eigenen Bücher die CDs abgeschafft, rausgenommen aus dem Buchprogramm und hat sie mit unserer App ersetzt. Ja? Natürlich erstmal, unsere App ist wesentlich günstiger natürlich als zig Tausende von Büchern mit CDs auszustatten. Insofern war das der erste Business Case. Erweiterung mit digitalen Mediatheken, klar, die Inhalte, die digital verfügbar sind auf unterschiedlichen Touchpoints, auf der Website, auf der CD, wie auch immer, die hat man dann alle online verfügbar gemacht und mit den digitalen Inhalten verknüpft. Zu Beginn, wir sind eine AR-Unit, ja, hatten wir auch das ganze Programm rauf und runter die technologische Palette gespielt. Die kennen jetzt. Es werden ja ein paar andere Säue gerade durch das Dorf getrieben, ja, was so Augmented Reality Print Erweiterung angeht. Ohne jetzt Namen zu nennen, bin ich mir sicher, dass jeder hier im Raum die Apps, von denen ich spreche, kennt. Dann erscheint irgendein fancy 3D-Modell auf einem Printmodell. Dafür muss ich extra eine App runterladen und dann passiert irgendwas. Dann steht ein Video auf dem Buch und dergleichen. So, was heißt das in der tatsächlichen Nutzung? Ich habe das Printheft in der linken Hand. Ich habe das Smartphone in der rechten Hand.
und muss das Smartphone immer dahin halten, wo ich gerade Print halte. So nutzt niemand, den ich kenne, Print. Das machen die Leute einmal, denken, ja, ganz nett, ganz nett. Das machen sie kein zweites Mal. Content-Erstellung super teuer, nicht nachhaltig. Wir hatten ganz am Anfang eine Menge Kunden, die ganze Klaviatur technologisch rauf und runter gespielt vor 8 Jahren. Alle haben es ausprobiert, alle großen Kunden, Nachhaltigkeit null. Keiner hat es ein zweites Mal benutzt, keine Brand hat es ein zweites Mal gebucht. So konnten wir kein Business bauen. Ja? Gut, also Augmented Reality. Und es glauben Sie, es gehört einiges dazu für uns, das zu sagen, weil wir sind eine AR-Unit. Und dann haben wir gesagt, okay, was bringt denn den User wirklich was? Lass uns mal nicht die Technologien in den Vordergrund stellen, lass uns mal klassische Mediennutzungsmuster von Printkunden in den Vordergrund stellen und wirklich die Mehrwerte, die den Verlag oder die Publikationshaus den Nutzern auch bieten möchte, lass mal irgendwas entwickeln, was bequem ist, was nachhaltig ist und was wirklich Mehrwert für die Leser und auch für die Verlagshäuser bietet. Und so ist dann im Prinzip Kappler entstanden. Und man muss fairerweise dazu sagen, ein Vorteil, der die Entwicklung von Kappler vereinfacht hat, war, dass Telefone, also Smartphones natürlich, ja, zunehmend Augmented Reality Features auch device-basiert ab Werk mittlerweile anbieten. Nicht in dem Ausmaß und in der Qualität, die es eine extra App kann, ja, aber trotzdem für das, was normalerweise benötigt wird, völlig ausreichend. So, was haben wir dann gemacht? Ich weiß nicht, ob Sie, na, das sage ich wieder. Mit Kappler können Sie jedes gedruckte Produkt mit digitalen Inhalten erweitern. Das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. Ja. Im Prinzip ist Kappler eine App mit einem relativ einfachen Splash-Screen. Dieser Splash-Screen öffnet eigentlich die Kamera. Sie fotografieren eine Seite ab und auf Basis dieses Fotos von der Seite öffnet sich eine Mediathek, so wie Sie das jetzt hier sehen. Das ist eine Mediathek aus der Live-App vom Plett Verlag. Ja, da müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben ein Spanischbuch beispielsweise, Lektion 3. Dann scannen Sie die Seite, also die Lektion 3 ab und Sie sehen das Willkommensvideo, Sie sehen ein kleines Video zu unterwegs in Spanien, Sie sehen Audioversionen der vorgelesenen Vokabeln, Sie sehen ein 3D-Modell des Flamenco-Kleides, Sie können Spanisch trainieren, Sie haben Lernspiele, Sie haben Lückentexte, was auch immer Sie online verfügbar haben. Das ist jetzt natürlich ein Bildungsverlag, relativ klar umrissenes Beispiel. Die Kreativität der verlinkten Inhalte, die ist aber durch die Kreativität der Redaktion begrenzt. Ja? Also das kann natürlich auch, wir haben ein Stadtmagazin, das Stadtmagazin erweitert sein Magazin, verkauft Anzeigenerweiterungen, platziert hier oben immer als erstes Ergebnis eine Werbung beispielsweise und verkauft das über die komplette Publikation hinweg, egal was gescannt wird. Das erste Ergebnis ist wie bei Google immer eine Werbung. Sie haben eine Ticketing-Möglichkeit, ja? Also das Stadtmagazin arbeitet dann mit dem Stadttheater beispielsweise zusammen. Man scannt die Berichte über Stadttheater oder die Anzeige des Stadttheaters, kriegt einen kleinen Teaser, kriegt vielleicht ein Interview mit dem Regisseur oder dem Intendanten, kann sich direkt ein Ticket bestellen. Wir haben eine Schweizer Bank, die setzt das im Recruiting ein. Ja, schicken wertige haptische Printmaterialien raus und erweitern die kompletten Printmaterialien und verknüpfen das mit Recruiting-Challenges für die sich Bewerbenden. Ja. Wir haben eine Sparkasse, die das einsetzt, wir haben Tourismusverbände, die das einsetzen, Reisekataloge. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der beste Use Case sind Bildungsverlage, ja, weil man hat eine rekurrierende Publikation und der Lernende oder die Lernende, die lesen das regelmäßig und haben wirklich regelmäßig was von den zusätzlichen Inhalten. Und die Verlage haben was davon, weil es ein weiterer Distributionskanal ihrer digitalen Inhalte ist, ja? Der dann relativ einfach die Sachen erlaubt. Sie sehen jetzt hier auch, hier rechts so
so ein kleines Bookmark-Icon. Wenn das ein Sprachverlag ist, Bildungsverlag ist, ist unsere B2B2C-Zielgruppe ja im Prinzip die letzten, sind die Lehrer. Lehrer sind relativ feedbackfreundlich. Also haben wir über viele Jahre relativ viel Feedback von Lehrern bekommen. Und in Schulen ist es ja dann auch oftmals so, dass kein Internet vorhanden ist, die Lehrer irgendwelche ollen Smartphones haben mit wenig Traffic auf den Telefonen. Das heißt, die können sich die Inhalte bookmarken, speichern als Favoriten, damit sie schnell Zugriff haben auf die Inhalte. Sie können die Sachen runterladen, damit sie nicht vom Internet oder vom WLAN in der Schule abhängig sind. Es gibt ein VIP-Login, das heißt letzten Endes nichts anderes, als dass Lehrer Zugriff auf andere digitale Inhalte haben als Schüler. Kann aber auch natürlich von einer Zeitschrift oder von einer Zeitung so eingesetzt werden, dass man sagt, hey, unsere Abonnenten haben Zugriff auf andere Inhalte als unsere Nicht-Abonnenten, die das einfach nur am Kiosk kaufen. Ja? Also Sie sehen schon ein bisschen an diesen unterschiedlichen Einsatzszenarien, dass die App relativ viele Freiheiten lässt und im Prinzip von A, Verfügbarkeit von digitalem Content und B, von der Kuration des Contents zum Druck, zum Druckasset abhängt. Ja? Hier nochmal wirklich die Einfachheit, relativ ja, simpel dargestellt. Auf der linken Seite, das ist das, was ich gerade Splash Screen nannte, das kennt man die Seite. Kein QR-Code, ist eine Image Recognition Technologie. Ja. Dann Choose, Inhalte auswählen, Enjoy, ja, das ist dann eben der Medienkonsum. Und auf der rechten Seite Save durch Download oder eine Lesenzeichen. Wir haben, ja, jederzeit Fragen bitte natürlich. Ja. Der Content ist aber bezogen auf diese eine Seite, nicht auf die gesamte Publikation. Also man kann theoretisch genau. X Seiten pro Publikation. Exakt, genau. Also am besten ist es natürlich, wenn jede Seite scannbar ist. Das ist der Best Case. Und wenn nicht jede Seite scannbar ist, muss man irgendwie durch einen Trigger, durch einen Marker den Leuten signalisieren, hey, hinter dieser Seite verbirgt sich irgendwas. Aber es muss dann eben kein QR-Code sein, der das ganze Layout zerschießt. Ja? Genau. Ja? Dann würden wir vorschlagen, dass man um die Produkte herum kleine Rahmen macht, ja? Und dann sind die Produkte einzelne Fotos. Und dann haben die Kunden eben die Entscheidung, okay, scanne ich jetzt nur das Produkt 1, ja, als kleine Produkt, dann kriege ich nur die Infos zum Produkt 1 angezeigt. Wenn ich aber die ganze Seite scanne, dann bundelt er alles zusammen und zeigt alle Inhalte direkt an. Ja, von denen, was er, also das ist das Segment, die Segmentierung ist technologisch implementiert, ist nur in der Content-Erstellung im Backend, muss da nur drauf geachtet werden, dass man die Sachen als einzelne Bilder hochlädt, dann die Produktbilder, ne? Genau. Aber ist kein Problem. Content haben wir eigentlich keine Einschränkung. Ja? Wir haben einmal eigene Player in der App, die den Content-Typen abspielen können. Egal, ob es Video ist, YouTube-Video, ein Video, das man ins Backend selbst hochlädt, ein Video, das sie auf der Homepage haben, kann in der App nativ abgespielt werden oder extern. MP3, klar, wenn Video geht, geht Musik und Audio auch. Ja? Das ist kein Problem. Links sowieso. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein zusätzlicher Distributionskanal von existierenden Inhalten, ob sie auf YouTube, Instagram, wo auch immer sind, kann man alles verlinken. Augmented Reality, klar, aber browserbasiertes Augmented Reality ohne eine super teure Lizenz, die man extra dazu kaufen muss für Image Recognition oder für Marker-Based Image Recognition, nennt man das dann, E-Mail. Ich hatte vorhin gesagt, dass das für Rekrutierung verwendet wird. Einfach eine Kontaktmöglichkeit im B2B-Bereich beispielsweise. Ja, oder hier Termin ausmachen, Sparkasse, Ärzte im Vertrieb. Man fotografiert ein Produkt und dann klickt man jetzt
E-Mail an Herrn Weber schreiben und es öffnet sich direkt das E-Mail-Programm. Ja? Also das ist über einen Klick, Scan, hat man direkt so viele Service-Touchpoints abgebildet und das einfach nur, indem all diese Optionen integriert sind. PDF-Viewer relativ klar, Files relativ klar, die Kalenderfunktion ist auch noch cool, da kann man direkt einen Kalendereintrag jemandem schicken und so eben einen Termin ausmachen. Also wie gesagt, komplett content-unabhängig und frei. Was bieten wir da? Uns gibt es auf iOS, uns gibt es auf Android. Ja, ist verfügbar für beide Plattformen. Wir haben das als White-Label-Plattform konzipiert. Das heißt, wir haben da ein Entwicklerteam drauf, das die Apps im Prinzip immer auf dem aktuellen Stand hat, Bugfixes automatisch löst. Immer wenn es ein Update von iOS oder von Android gibt, gibt es eine neue Version von unserer App. Entschuldigung. Wir haben eine Smartphone-Version, das Ganze funktioniert natürlich auch ohne weiteres auf einem App. Sie können egal welche Printprodukte damit abdecken, theoretisch könnte man auch Pharmaprodukte, also Arzneimittel, ja, abfotografieren und dazu als Apotheker Einnahmetipps, Einnahmevideos, Physiovideos, die Verpackung und die Packungsbeilage, danke Paul. Damit verlinken. All das ist möglich. Das ist zwar eine zweite Image Recognition, aber da gibt es eine gewisse Toleranz, was die Scanwinkel angeht. Also da muss man jetzt nicht immer von oben frontal, vertikal draufhalten. Es gibt Push-Notifications, das ist natürlich wichtig. Da kann man auf neue Publikationen hinweisen, auf neue Produkte hinweisen, die App dann den Kunden zur Verfügung stellt im Dashboard, wenn die das natürlich erlaubt haben. Ja. Ja, Download habe ich schon gesagt und natürlich für international tätige Unternehmen auch sehr wichtig, dass es eine Mehrsprachigkeit gibt. Das heißt, unterstützt 26 Sprachen in Abhängigkeit der eingestellten Betriebssystemsprache. Und das wäre eine relativ teure App, ja, schon alleine diese App wäre eine relativ teure App, wenn das ein Unternehmen für sich entwickeln möchte. Und deswegen haben wir einen White-Label-Ansatz gewählt. Und branden das dann eben so. Es gibt unsere übergreifende Coupler-App, ja, die ist hauptsächlich für Demo-Zwecke geeignet. Es gibt eine White-Label-App. Eine White-Label-App ist die für die meisten, die eine neue App launchen wollen, interessanteste Version. Und für die Unternehmen, die bereits ein SDK, die bereits eine App im Markt haben, ist unser SDK dann natürlich das Produkt, das man nehmen würde, weil eine neue App in den Markt zu kriegen, neben einer bestehenden App, das ist totaler Quatsch. Also wenn man bereits eine App hat, dann würde man sich unser SDK nehmen, das als eine zusätzliche Funktionalität in die bestehende App integrieren und so Printprodukte erweitern. Klar, das wird ein bisschen Commitment brauchen von allen Leuten, die das machen, weil das ist zwar praktikantentauglich, das ist super einfach, es geht einfach per Drag and Drop, man wählt das Bild aus, JPEG von der Seite und dann zieht man die Contents in den Browser rein im Prinzip. Das ist super einfach gelöst und super einfach umzusetzen. Also praktikantentauglich oder praktikantentauglich haben wir immer gesagt. Aber so ein bisschen, ein paar Tage muss man sich da schon hinsetzen, dass man sich einmal eine Content-Strategie überlegt, und weil es soll ja auch nicht beliebig sein. Ja? Also wenn ich jetzt allen möglichen Content irgendwie reinhaue und mit den Seiten verlinke, dann hat der Leser oder die Leserin ja auch nichts mehr davon. Also insofern ein bisschen Hirnschmalz und ein bisschen Arbeit muss man da reinstecken. Aber das geht eher um die Kuration, weil wenn man den Content hat, dann haben wir natürlich eine Stapelverarbeitung, mit der man große Massen an Content einspielen, zerklettert. Paul, wie viele Bücher, zigtausend Bücher drin, also die setzen sich nicht hin und machen Drag and Drop für jedes Buch und für jeden Content und für jede Seite. Das, dann wäre, glaube ich, der ganze Klett-Verlag sonst ja, beschäftigt. Das ist das Backend, das ist das, was ich meinte hier. Ne? Hier sieht man, hier wählt man den Content aus, hier wählt man das Bild aus und dann verknüpft man die Dinge relativ einfach miteinander. Und hier eine Sache, die für Print relativ wichtig ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, so Insights zu kriegen in Platzierung von Content im Printmedium. Also wir stellen zum Beispiel fest, dass Audioinhalte, je weiter die unten positioniert sind, desto seltener werden die abgerufen. Bei Video hat es überhaupt keinen Effekt. Bei Video ist die Positionierung ganz egal.
Ja? Und generell ist das ein Rückkanal für Printhersteller, den es einfach nicht gibt, weil im Prinzip sind wir ehrlich, niemand weiß, was Leserinnen und Leser wirklich lesen. Niemand weiß es. Damit weiß man es auch nicht zu 100%ig, aber man hat zumindest ein paar Indikatoren mehr. Ja? Klar, wir haben auch festgestellt, dass man zum Beispiel jetzt, wenn man das verkauft, Werbeverlängerung, als reine Werbeverlängerung würde ich das gar nicht einsetzen. Deswegen haben wir eingeführt, dass das erste Ergebnis publikations- und inhaltsübergreifend immer eine Werbung ist. Weil Sie können jetzt natürlich auch sagen, hier Nivea, wir verkaufen dir jetzt eine Verlängerung deiner Nivea-Anzeige. Und dann sagt Nivea, okay, zeig mir mal die Zahlen. Und dann sieht Nivea, ja, 100 Mal gescannt. Aber deine Mediadaten sagen, 200.000er Auflage. Willst du nicht. Na? Was du willst, ist, dass alle deine Inhalte 200.000 Mal gescannt würden und das erste Ergebnis bei allen Content-Aufrufen oben dann immer Nivea gewesen ist. Das ist das, was man will. Deswegen haben wir das eingeführt. Und das sind eben so die Learnings, ja, die wir gelernt haben. Die anderen, wenn das Aldi-Prospekt jetzt aktuell augmentiert wird, ja, das wird ein paar Mal benutzt, das ist nicht super erfolgreich, sag ich ja. Aber genau, das ist im Prinzip relativ fix, relativ schnell dargestellt, was Kappler kann. Und da haben wir ein Video gemacht. Hört man's? Alle Mediendateien zu Ihrem Buch direkt auf dem Smartphone oder Tablet abspielen können. Online und offline. Das geht jederzeit und überall. Im Kursraum, zu Hause oder unterwegs. Dazu benötigen Sie nur Ihr Buch, ein Smartphone oder Tablet und die Klett Augmented App. Zum Scannen und Laden ist eine Internetverbindung notwendig. Wenn Sie Inhalte heruntergeladen haben, können Sie die App auch ganz einfach offline nutzen. Und so einfach geht's. Installieren Sie die Klett Augmented App auf Ihrem Gerät und öffnen Sie die App. Suchen Sie in der Bibliothek den Titel, zu dem Sie digitale Inhalte laden möchten. Ups, sorry, muss ich nochmal... das war jetzt doof. Da muss ich was dazu sagen. Das ist bei Klett notwendig, weil die zigtausende Bücher haben. Ja? Also das ist, oder zigtausende Seiten haben. Ja? Das ist, wenn man jetzt 3.000, 4.000, 5.000 Seiten hat, ist es kein Problem. Aber wir müssen dann, also es gibt oftmals zu ähnliche Patterns in den Bildern, dass ansonsten die Bilderkennung durcheinander kommen würde. Deswegen muss man bei Klett das Buch vorauswählen, aber wenn man einmal im Buch drin ist, dann ist man da drin. Dann muss man erst, wenn man im nächsten Jahr ein neues Spanischbuch hat, ja, dann erst wieder wechseln. Das ist der Hintergrund, weswegen man hier das Buch auswählen müsste. Das ist eine Funktion, die wegfallen würde. Sekunde, ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen vorspulen kann. Das ist etwas, das wegfallen würde bei anderen Kunden, die haben das nicht. Den Titel, zu dem Sie digitale Inhalte laden möchten. Damit Sie den Titel beim nächsten Mal schnell wiederfinden, können Sie ihn mit einem Klick auf das Plus-Icon zu Meine Liste hinzufügen. Durch Klick auf den Titel öffnet sich der Scan-Bildschirm. Halten Sie Ihr Gerät über eine Seite im Buch, auf der Mediendateien vermerkt sind. Die weißen Linien in den Ecken helfen bei der Orientierung. Starten Sie den Scan-Vorgang. Die App scannt die Seite und sofort erscheinen die passenden Mediendateien und Links. Hier nochmal, deswegen habe ich gesagt, da muss man ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Ja? Wenn man jetzt hier die Beschriftung vom Klett Verlag sieht, da ist natürlich Verbesserungspotenzial. Ne? Also das, ja klar, in den Büchern stehen die Codes natürlich auch. Das heißt, als lernende Person weiß ich, ja. Aber wenn ich jetzt das Buch nicht vor mir habe, fällt es mir schwer zu wissen, was sich dahinter AB1.18 verbirgt. Ja? Bereit auf Ihrem Bildschirm. Mit einem Fingertipp starten Sie die Hördateien. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja. Ja, jetzt sieht man im Prinzip unterschiedliche Content-Beispiele, die ohne Probleme funktionieren. Ich glaube, jeder weiß, wie solche Videos aussehen, deswegen würde ich das jetzt mal wegmachen. Das Video haben wir auch gemacht. Wichtig ist nur in dem Zusammenhang, wir haben vor
ich glaube, 4 Monaten haben wir die App neu gelauncht, weil die war 6, 7 Jahre alt. Ja. Da haben wir eine alte Entwicklung übernommen auch, mit einem neuen Entwicklerteam dann besetzt und haben die App neu gelauncht. Wir hatten vorher über die 7 Jahre angehäuft eine Durchschnittsbewertung von 2,1 im App Store. Und seit dem neuen Launch haben wir, ich glaube, 4,3 müsste es jetzt mittlerweile sein oder 4,4. Auf jeden Fall mittlerweile unter den Top-Bildungs-Apps im ganzen App Store. Wir sind super, super zufrieden. Kunden sind super zufrieden mit der neuen App-Version. Und ja, was haben wir geschafft in dem konkreten Case? Klar, Kostensenkung natürlich, Kundenbindung durch eine relativ und sehr einfache Möglichkeit laut Kunden, aktuell die beste Lösung auf dem Markt, um das anzubieten und natürlich auch Umsatzsteigerung aufgrund von Kundenzufriedenheit. Ich weiß nicht, ob Sie sich die App von Print runtergeladen haben, weil wir natürlich zu der Veranstaltung dieses Programmheft digital erweitert haben. Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt mal machen wollen, aber auf der zweiten Seite sehen Sie einen QR-Code. Wir haben das erst letzte Woche live geschaltet. Jeder, der ein Programmheft hat, kann es ja mal ausprobieren. Durch den Scan des QR-Codes kommt man in den App Store direkt auf die Seite, wo man die Print AR-App runterladen kann. Wenn man die dann runterlädt, hat man die auf dem Telefon und kann im Prinzip jede Seite dieses Programmhefts digital erweitern und kommt dann auf die LinkedIn-Profile aller Sprecherinnen und Sprecher, auf die Firmen-Homepages der Sprecherinnen und Sprecher und dergleichen. Also das ist jetzt relativ aus der Hüfte geschossen, ja, aber fast jede Seite dieses digitalen Programmhefts erweitert. Du kannst es ja mal ganz kurz durchgeben, Paul. Sie können sich, wenn Sie Lust haben, sich das ganz kurz anschauen. Ich bin jetzt eigentlich mit dem Vortragsteil zu... Ich habe noch zwei andere Beispiele zu digitaler Printerweiterung, aber ich bin mit der Produktpräsentation jetzt erstmal hier durch. Deswegen, bevor ich zu den anderen beiden Beispielen komme, würde ich jetzt einmal mal in die Runde schießen, ob schon irgendjemand Erfahrung mit digitaler Printerweiterung gemacht hat und wie es gelaufen ist und ob ihr so ein bisschen reflektiert seht in unserer Lösung, ob ihr eure Erfahrungen ein bisschen reflektiert seht. Vielleicht. Ja, klar. Also wir haben über 3 Millionen Scans seit 4 Monaten gehabt. Nutzen uns alle, weil es beim Klett Verlag natürlich ein konkretes Szenario gibt, wenn ich eine Sprache lernen möchte, dann muss ich natürlich, ich habe ja auch ein Buch zum Beispiel dabei, und will eine Hörverständigung machen, dann brauche ich diese App tatsächlich. Ja, also, damals in der Schule gemacht. Ne? Genau. Also. Das ist so ein bisschen, deswegen, der Klett Verlag ist vielleicht gar nicht so ein extrem schönes Beispiel, um sich allein die Conversion, was die Nutzer angeht, anzuschauen. Aber es ist, beim Klett Verlag nutzt das wirklich jeder und wir sehen, das ist auch zum Beispiel super, wir sehen auch, wann wird es genutzt. Also können wir uns über das Reporting beispielsweise ansehen, wie aktiv sind Schüler und Schülerinnen eigentlich in den Ferien und erfahren relativ viel darüber, genau. Aber rein von der Aktivität eigentlich alle, weil da wirklich die elementaren Begleitmaterialien drin stecken, die für diesen ganzen Lernzyklus notwendig sind. Eine kurze Erweiterung dieser Fragen. Gibt es denn oder habt ihr denn Use Case dabei, wo man dann im Industriesektor irgendwie was hätte, wo man sagen kann, okay, so und so viele Nutzer nutzen wirklich die Möglichkeit? Wir hatten KPIs, ne, in der Präsentation, um ehrlich zu sein, Paul hat die Präsentation vorbereitet, ich habe sie dann finalisiert. Ich habe es dann wieder rausgenommen, weil wir keine Freigaben hatten, die zu zeigen. Das ist der Punkt, ja. Also es ist die Frage, in welchem Bereich man es einsetzt. Ja. Setzt man es im B2B ein? Setzt man es im B2B2C ein? Setzt man es im B2C-Bereich ein? Hat man bereits QR-Codes? Im Prinzip, um ganz ehrlich zu sein, im Prinzip kann man unsere App natürlich auch mit, wenn man 1000 QR-Codes verwenden möchte mit 1000 Landingpages, dann kann man unsere App auch ersetzen.
Aber dann hat man halt 1000 QR-Codes und 1000 Landing-Pages, die man administrieren und verwalten muss. Aber das ist der Use Case, der ersetzt wird im Prinzip. Und wenn es bereits eine App gibt im B2B-Bereich, dann ist es ein Update. Ja? Also es hängt auch so ein bisschen davon ab, wenn man jetzt sagt, und im B2B-Bereich ist eine App, die wirklich mit sinnvollen Services ausgestattet ist, auch viel leichter in den Markt zu bringen als im B2C-Bereich. Im B2C-Bereich kostet das richtig viel Geld. Ja. Im B2C-Bereich bin ich jetzt, also wir sind ja erstmal darum, erst gegen ein Produkt zu verkaufen. Genau. So, jetzt hat die Katalog natürlich begrenzt Platz dafür und möchte vielleicht Mehrwerte, Rezeptvideos, also in dem Fall Rezepte oder sowas, könnte man halt natürlich dahinterlegen. Und Ziel wäre es natürlich dann, in alle Produkte, die ich da habe, oder vielleicht ein Video zeigen, in meinem Online-Shop zu verknüpfen, weil ich möchte ja keinen Kunden jetzt nicht unbedingt wieder in den Katalog führen, sondern der soll mich dann direkt kaufen. Ja. Ist das möglich? Ja, klar. Also quasi in der dritten Form, die Sie vorgestellt haben, wo quasi Ihre App in unsere App. Genau, klar. Völlig klar, ja. Also als SDK zu verwenden in eine E-Commerce, in eine bestehende E-Commerce-App. Es geht natürlich auch, dass man über unseren Browser intern dann die E-Com-Seite aufruft. Das geht auch als Journey, aber das ist nicht die optimale Journey, sage ich jetzt mal. Ne? Also die optimale Journey wäre, man hat eine E-Com-App, hat das als Funktionalität und bindet das SDK ein in die App, in die bestehende App und verbindet so auf eine schlaue Art und Weise die Online-Inhalte, Rezeptvideos, Kochvideos, Zutatenbestellungen, vielleicht weitere Heftbestellungen mit dem Print-Asset. Ne? Also ja, so Rezept-Kochbücher, Magazine sind ein Top-Case dafür. Ein Beispiel dafür, wie das dann aussehen könnte mit der Verknüpfung mit so einem Online-Shop oder sowas? Also, weil Wir würden jetzt spontan so eine Art Hotspot, also auf einem Shop-Deluxe-Seite eine Hotspot-Geschichte einfallen. Ob das performance-technisch funktioniert, weiß ich nicht. Ich denke, wenn ich ein Video habe, wo ich irgendwie 7 Produkte von uns drin habe, wie sieht denn das dann aus? Also wo ist die Verlinkung? Naja, dann, nee, die Verlinkung in den Online-Shop zu den Produkten wäre eine Warenkorbfunktion. So, dann gäbe es entweder, also das ist dann eine Entscheidung, die ihr macht. Ja, hast du hier Kartoffeln hinzufügen oder sowas oder alle Zutaten jetzt hinzufügen. Okay. Das wäre dann eine Warenkorbverlinkung. Entweder die, also mein Vorschlag wäre nicht die einzelnen Produkte zu verlinken, sondern mein Vorschlag wäre jetzt alle Produkte dem Warenkorb hinzufügen. Das wäre mein Vorschlag. Und dann müssen die natürlich manuell entfernt werden aus dem Warenkorb, wenn man irgendwas daheim hat. Aber das wäre die Verlinkung. Genau. Ja. Nehmen wir mal an, wir hätten eine App und wir würden es miteinander verbinden wollen. Was kommt denn da an Kosten auf? Jahreslizenz, wir haben eine Jahreslizenz. Unsere Jahreslizenzkosten sind 15.000 Euro für beide, also covered bei der Plattform und dann eben noch ein Volumenmodell, je nach verlinkten Seiten, damit die Server auch bezahlt werden, ne? So ein bisschen. Und das, ich sag mal, mit 25 Max, das wären, genau, aber da deckt man dann iOS ab und Android, ja? Genau. Doch, selbstverständlich. Naja, ich will es jetzt nicht vor der Gruppe sagen, ich kann es bilateral gerne sagen. Also es ist... ja, gibt es noch Fragen? Jetzt sprechen wir, das ist natürlich auf stets erscheinende, häufiger rekurrierend gelesene Printmaterialien. Ja? Jetzt gibt es natürlich auch einfache Postsendungen teilweise. Dafür lädt sich niemand eine App runter. Ja? Also wenn ich jetzt einen Flyer bekomme oder sowas, dafür lädt sich niemand eine App runter. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, immer noch auf QR-Code umzusteigen. Ja? Und ich habe vorhin gesagt, browserbasiertes Augmented Reality ist möglich. Das kann unsere App dann natürlich auch. Das ist AR Link. Ja? Das ist die Möglichkeit, könnt ihr mal den QR-Code scannen, wenn ihr wollt. Das ist die Möglichkeit, dass man einfach 3D-Modelle in den Raum projiziert. Ist im Möbelbereich relativ einfach. Da braucht es keine App für. Oder auch für einfache Postwurfsendungen. Hier ein Beispiel über Instagram.
Das ist, wie gesagt, das ist ein ganz anderer Use Case. Das ist eher im Activation-Bereich, im Brand-Building, Brand-Activation-Bereich interessant. Das ist auch eine Augmented-Reality-Funktion. Das machen wir auch als Facebook-Plattform-Partner. Solche Geschichten. Und hier ist dann das Interessante. Das ist ein ganz anderer Use Case, gell? Also das ist wirklich ein ganz anderer Use Case. Das hat nichts mit Mehrwert oder sowas zu tun, sondern das ist einfach nur, das ist eine Activation-Geschichte. Kann man Flyer rausschicken, die Flyer mit einem QR-Code erweitern, es öffnet sich ein Instagram-Filter. Der Instagram-Filter interagiert mit dem Print-Asset und dann ist man eigentlich direkt in der Viralität drin und kann im Prinzip als Content-Piece geteilt werden. Das funktioniert für Mailings, funktioniert für Kalender natürlich, das funktioniert für alles Out-of-Home-Marketing-Materialien. Also insofern, Sie sehen, ich will jetzt da gar nicht zu groß drauf eingehen und den Fokus von Kappler wegschiften, weswegen wir eigentlich hier sind. Aber was ich sagen will, ist, die Kombination von Print und Digital lebt. Es gibt für die unterschiedlichsten Einsatzszenarien Lösungen, die cool sind, die modern sind, die nicht schnöde sind, die nicht dröge sind. Man muss nur wissen, was möchte ich mit den Sachen erreichen, was für ein Mailing möchte ich rausschicken, welche Zielgruppe möchte ich erreichen, was sind meine Ziele in der Kommunikation, was sind meine Ziele im Enabling der Kunden, und dann findet man dafür auch eine gute Lösung, und wenn es da irgendwelche Fragen gibt, dann stehen wir dafür zur Verfügung. Und falls es keine mehr Fragen gibt, beziehungsweise welche, die ich nur bilateral beantworten kann, dann bin ich noch da und stehe für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.